Keine Fallen bisher, kein Düsterschrecken. Was ist da? Ah, da ist er. Da sind sie. So, mitkommen. Ich sagte mitkommen. Und alle Mann außer Imoin darauf. Ha? Ich hatte ihre KI doch ausgeschaltet. Na gut, aber bisher hat sie keine Falle gefunden. Oh. Dafür jede Menge Krimskrams in ihrem Inventar. Heiltrank kannst du einem der Krieger. So. Eine Robe und ein Umhang. Umhänge haben wir bisher erst zwei. Mal gucken, was das für einer ist. Obwohl, nee, inzwischen schon drei. Und sie weiß es nicht. So, die Sachen... Weißt du, was das ist? Gegen Magie. Das ist schon mal praktisch. Weißt du auch nicht. Gegen Gift. Wer hatte die jetzt gesammelt? Shahira. Okay. Das noch. Und ein Trank. Hm. Die Robe. Ja, die kann weg. Ein bisschen Kleinkram haben wir schon zum Verkaufen, aber so wirklich viel noch nicht. Das kannst du Jahira. Der ganze Schmuck kann verteilt bleiben auf den Leuten. Na, wo war das gerade da? Die kann aus Jahira. Oder auch nicht. Schnelligkeitstrank kannst du immerhin. Auch wenn wir die fast nie benutzen. So. Sonst war hier nichts. Anscheinend nicht. Da geht man da rein. Also das ist jetzt schon Etage 4. Ja, ich glaube 4. Geht hier echt flott. Oh, macht's für die zu erschrecken. Kommt mal mit. Ihr stellt euch mal dahin. Allesamt darauf. Oh. Oh, 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 nicht gut. Düner hier. Und Jahira. So, du versuchst ihn zu lähmen. Und du versuchst ihn zu blitzstrahlen. Und der Rest versucht gleich, den Typen umzubringen. Bevor er immerhin stirbt. So. Du, Heilung, immerhin, du... So. Du heilst. Oh, sie hat sogar geschafft, ihn festzuhalten. Das ist natürlich super. Ich habe irgendwie immerhin schon sterben sehen. Aber gut. So, Heilung und Heilung. Und Magie brechen. Und Schloss brechen. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Ah. Das geht mir langsam mächtig auf die. Und sie brauchen noch 11.000 Erfahrungspunkte, bis sie aufsteigt und wir Punkte verteilen können. Ah. Ja. Auslösen können wir es wieder nicht. Das ist doof. Wir sollten einfach aufhören, nach Fallen zu suchen, die einfach so aufmachen. Düster Schrecken? Nein, nicht schon wieder. Da, trink jetzt einfach den Tränken und weg da. Krieger vor. Und benutzt mal deinen Bogen. So. Ihr werdet alle sterben! Nee, er wird nur sterben. Und er ist allein. Ah, immerhin schon wieder. Hier konnte man aber irgendwo noch so ein Waffenregal anklicken. Edelsteine sind aber auch mal gut. Da ist das Waffenregal. Eine magische Hellebarde. Da. Dann gucken wir doch mal. Eine Hellebarde plus 1, die kann auch verkauft werden.
Und dem gehen wir alle mal mit Immo in kuscheln. Und schlafen eine Runde. Also zum einen für die Heilzauber und zum anderen fürs Identifizieren. Aber wir kommen echt gut voran. Ich meine, schon 4 Etagen. Und allzu viele dürften da nicht kommen, weil so hoch war der Turm nun auch wieder nicht. Heißt, wir rasten jetzt kurz. Ohne Probleme. Ich habe mir den Turm ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Okay, diese Kriegsgeister für 4000 Erfahrungspunkte am Anfang, die waren C. Aber sonst hier so den Räumen? Oh, das geht gar nicht weiter hoch. Das scheint es gewesen zu sein nach oben. Das kann ich irgendwie jetzt nicht glauben. Da geht es auch nur runter. Halbnackte Frauen, böse Erinnerungen, nicht küssen lassen. So, ihr stellt euch mal da hin und Immo lockt sie mal hier rein. Dann kann sie mit uns sprechen. Ich bin nicht für diesen Ort bestimmt. Oh, hallo ihr dort. Ihr seid gekommen, die kleine, gute Kirin Hale zu besuchen, nicht wahr? Es ist so lange her, dass ich überhaupt irgendjemand zu sie Gesicht bekommen habe. Und nun, seht euch das an. So stark, so männlich. Sie hat immer angesprochen. Würdet ihr so gut sein und bei mir bleiben? Es wäre so schrecklich einsam ohne euch. Tut mir leid, meine Dame. Dafür habe ich leider nicht die Zeit. Ich werde mich auch darum kümmern, dass der Weg nach draußen für euch frei wird. Achso, ich dachte, wir kümmern uns später darum. Ja, nee, die ist uns suspekt. Meine gnädige Frau, warum schmachtet ihr so lange an diesem Ort? Das ist eine ganz schreckliche Geschichte, wirklich. Kam mir vor einiger Zeit herein und es ist einfach nicht sicher, alleine wieder rauszugehen. So viele Gefahren und keine schützende Hand, die mich führt. Ich habe die Hoffnung fast aufgegeben. Würdet ihr bei mir bleiben? Es ist so einsam hier. Ja, nee, das macht das Ganze nur immer suspekter. Einsam oder nicht, ich kann nicht hier bleiben. Ich werde den Weg aber so gut ich kann für euch freimachen. Euer Angebot in Ehren, aber es ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich muss darauf bestehen. Ich muss es wirklich verlangen. Nur weil ihr nicht wollt, werde ich hier nicht nochmal 300 Jahre sitzen. Ich werde hier bleiben. Durlak, dieser Schurke, nahm mir meine Flügel und hat mich hier eingesperrt. Aber mit eurem winzigen sterblichen Hirn werde ich immer noch fertig. Ich werde nicht wie Aek enden. Ich nicht. Flügel? Fragezeichen? Na gut, aber sie ist aggressiv, also hauen einfach alle mal drauf. Und danach schauen wir, was sie war. Hau. Sie hat den magischen Geschossen widerstanden. Dann machen wir mal Eile. Und machen es einfach mit Nahkampfschaden mit. Und sie ist überirdisch. Was? Fehlerfrei teleportieren. Kirin Hale überirdisch. Das ist jetzt komisch. Ist sie überirdisch? Also ist sie ein Stockwerk höher? Oder ist sie überirdisch, so wie himmlisch? Das ist komisch. Ja, hier ist sie nirgendwo. Oh, da geht's auch. Oh, da ist sie. Level Drain. Nein. Ich dachte, das kommt erst in Baldur's Gate 2 auf mich zu. Er hat gerade ein Level verloren. Oder 2 oder 3. Ja, nur 1. So, alle da drauf. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ah, schon wieder weg. Und schon wieder da? Warum greift sie keiner an? Wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. So. Und jetzt machst du mal furchtbar, nur für den Fall. Und du machst Schutz vor Bösem auf dich und gehst von Schatten. So. Wo bist du? Du überirdisches Ding.
der Ecke. Ja, das tut es, Bo. Minsk. Warum teleportiert sie sich überhaupt weg? Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn sie sich wegteleportiert und dann aus dem Hinterhalt angreift, aber einfach nur wegteleportieren und warten ist irgendwie komisch. War ich jetzt überall? Ich glaube, ich bin einmal rum. Nerviges Vibe. Ja, bei ihr steht nur wieder überirdisch. Gucken wir mal kurz eine Etage tiefer, aber ich glaube nicht, dass sie sich etagenweise teleportieren kann. Und hier alles abzulaufen. Da ist er wieder. Ne, hier wird sie nicht sein. Ups, ich wollte eigentlich hoch. Hoch. Genau. Also sie scheint jetzt ganz weg zu sein. Mal kurz Böses entdecken. Nee, sie ist hier noch irgendwo. Warum kamst du da nicht durch? Ah. Vielleicht war sie unsichtbar. Ah. Hat irgendjemand unsichtbares entdecken oder dergleichen? Okay, erstmal wieder alle zusammen. Und währenddessen suche ich nach einer Schriftrolle, die Unsichtbares entdecken kann. Haben wir natürlich nicht. Hat irgendjemand das gelernt? Nö. Nö. Dann lernen wir das doch mal. Und gehen. Oh, da ist sie wieder. Drei Schaden haben wir gemacht. Schön, schön. So, schlafen. Ihr werdet alle sterben. Ganz einfache Skelette. Das hätten sie auch sparen können. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen mit einer Sache. Na komm. Mir auf die, Augen, die beiden auch noch. Dann schlafen wir und... Wie genau funktioniert der Spruch überhaupt? Mithilfe dieses Zaubers wird die Unsichtbarkeit aller unsichtbaren Wesen innerhalb des Wirkungsbereichs aufgehoben. Okay. Das heißt, sie muss in der Nähe sein, während wir das zaubern. Was natürlich ärgerlich sein kann. So, ausruhen. Ja. Also, alle mal hoch. Und jetzt müssen wir schätzen, wo sie ist, oder wie? Meistens ist sie ja da unten. Also sprechen wir es einfach mal. Okay. Wir sehen sie trotzdem nicht. Geht da. Fehlerfrei teleportieren. Und sie ist wieder weg. Und sie ist wieder da. Ja. Okay, also sie kann sich unsichtbar machen, ohne zu zaubern. Weil ich habe keine Zauberanimation gesehen eben gerade. So, sie hat sich nicht teleportiert, also muss sie immer noch da sein. Also machen wir einfach mal irgendeinen Flächeneffekt.